stelle ich mich gerade eben noch mal vor. Mein Name ist Johannes Heim, ich bin Psychologe, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, seit etwa 2020 Mitglied in der Atlas-Initiative und koordiniere das Fachgremium Gesellschaft, Familie, Bildung und Politik. Vielleicht haben Sie auch schon mal teilgenommen, es geht ja ab und zu mal die Einladung, die spreche ich hiermit aus, ja, für den Atlas-Impuls über den Mitgliederverteiler. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch mal vorbei. Nächsten Donnerstag, also Donnerstag in einer Woche, ist die nächste Ausgabe dran mit Benjamin Mudlack. Der wird über sein Buch referieren, Die Geldzeitenwende. Also wenn Sie da Lust haben, dann melden Sie sich doch einfach mal. Müsste eigentlich heute rausgegangen sein, spätestens in den nächsten Tagen kommt nochmal eine Einladung. Genau, ich will mich einfach relativ kurz fassen. Das ist jetzt auch einigermaßen schnell erklärt, das Thema. Vielleicht für Sie als Take-Home-Message, es gibt nichts Schlimmeres als Lockdowns für Minderjährige, ja, was die psychischen Auswirkungen angeht. Dr. Binder hat uns was erzählt jetzt über die medizinische Seite. Ich sage mal ein bisschen was zur psychischen Seite. Ja. Social Distancing, eine tolle medizinische Maßnahme, vermeintlich, aber für die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es einfach eine extrem hohe Belastung. Ich fange einfach mal mit etwas Allgemeinem an. Vor der Pandemie haben wir ungefähr eine Situation gehabt, da gibt es psychische Störungen bei etwa jedem 5. bis 6. Kind. Das sind so Daten, ja, die von der WHO stammen. Wir können also davon ausgehen, vor der Pandemie jedes 5. bis 6. Kind, ja, 17 bis 18%, in Prozentzahlen ist das ausgerechnet. Davon sind Angststörungen bei Minderjährigen die häufigste Störung. Also es können zum Beispiel Panikattacken sein oder Trennungsängste oder spezifische Phobien oder generalisierte Angststörungen. Platz 2 belegen die Störungen des Sozialverhaltens, also sozusagen Kinder, die verhaltensgestört sind, verhaltensauffällig. Und Platz 3 bei Kindern und Jugendlichen die Depression mit 5,4%. Wenn Sie einfach so ein bisschen die Zahlen im Hinterkopf behalten. Jetzt haben wir verschiedene Dinge herausfinden können mit der COPSI-Studie. Das ist eine der bekannteren Studien. Die ist jetzt schon gar nicht mehr brandneu. Also die Daten sind alle noch quasi in der Auswertung. Aber das, was wir bisher wissen, nach der ersten großen Lockdown-Phase schon, ja, das zeigt eben an, dass mit Lockdowns, dass wir da in eine ganz problematische Situation reinlaufen. Und ich würde sogar sagen, die eigentliche Welle, die kommt noch, das ist die Welle der psychischen Erkrankungen, weil Sie haben das häufig so, wenn Krisensituationen sind, hält man sich noch irgendwie zusammen. Ja? Die posttraumatischen Belastungsstörungen kommen eben erst posttraumatisch, ja? Also nach der Krise. Wir haben also schon in dem ersten Lockdown hatten wir einen drastischen Anstieg der Suizidversuche, teilweise über 20%, in manchen Ländern ist das sogar noch mehr. Wir können sagen, dass es eine Zunahme häuslicher Gewalt gab, und zwar einfach deswegen, weil ja nicht jede Familie irgendwie ein großes Einfamilienhaus hat, ja, irgendwie zu viert da drin wohnt, in einem schönen Garten, wo man auch während der Lockdowns rausgehen konnte, sondern es gibt ja auch viele Familien, da sind vielleicht viele Kinder mit ihren Eltern auf engem Raum. Es gibt ohnehin schon Schwierigkeiten, psychische Störungen bei Eltern, Alkoholismus, Gewalt in der Familie, und jetzt sperrt man die auf einen engen Raum zusammen und dann haben sie das Ergebnis, eben alle sind überlastet, und dann kommt es auch zu einem drastischen Anstieg und einer Zunahme häuslicher Gewalt. Ja. Natürlich auch, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann, kommt es viel häufiger als ohnehin schon in diesen Familien zu Missbrauchsfällen. Ja. Wir haben insgesamt, wenn man Familien befragt, das wurde beispielsweise in der COPSI-Studie gemacht, wir haben immer die Angabe, dass die Stressbelastung in Familien exorbitant gestiegen sind. Es sind teilweise über 70% der Familien, die das berichten. Und bei jüngeren Kindern vor allem die Beeinträchtigungen in der frühkindlichen Entwicklung. Sie können sich vorstellen, wenn Sie Erwachsene nur noch so sehen und sind jetzt vielleicht gerade geboren, ja, und machen ihre ersten 1 bis 2 Lebensjahre, ja, Sie hören mich schon schlecht. Was ein Kind jetzt macht, dass die Sprache lernen soll und kann die Mimik nicht sehen und muss aber Gesichter lesen lernen und so weiter. Dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was wir jetzt noch auf uns zurollen haben an Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerungen. Da sind wir jetzt gerade schön am Aufbauen. Das kommt alles noch. Da sind wir noch gar nicht mittendrin. Das werden wir erst noch erfahren. Das ist meine Prognose. Ich bin gespannt, ob ich recht behalte, aber ich gehe davon aus.
Ja, wir haben gerade sprachmotorische Entwicklung. Kognitive Entwicklung ist eng damit verknüpft. Das heißt, wenn Sie Sprache nicht gut lernen können, haben Sie auch Beeinträchtigungen häufig in der kognitiven Entwicklung. Das ist also durchaus immer eine Beeinträchtigung mitgeliefert. Und natürlich, wenn Sie Gesichter nicht mehr deuten können und nur noch soziale Distanz, kein Körperkontakt, viel weniger soziale Kontakte als überhaupt, wenn Sie was mitnehmen aus diesem Vortrag, aus diesem kurzen, ist, die Einschränkung sozialer Kontakte ist Gift für Kinder. Ist einfach so. Ja? Egal, ob das jetzt medizinisch notwendig ist oder nicht, das ist einfach nicht meine Perspektive. Ich bin Psychologe, ich schaue auf die andere Seite. Und da ist es eine absolute Katastrophe für die Entwicklung, sowohl auf der sozialen Ebene natürlich, aber auch für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Wir werden nicht als eine Insel geboren und werden als eine Insel zu gereiften, gestandenen Persönlichkeiten, sondern immer im Verbund mit anderen Persönlichkeiten. Und wenn wir keine Kontakte mehr haben, wird es schwierig. Ja? Deswegen, also war der Lockdown, war eigentlich die beiden Lockdown-Phasen, die wir hatten, waren die allerschwerwiegendste psychische Beeinträchtigung, die wir bisher hatten, jetzt während dieser Pandemie. Ja? Wir können ungefähr ausgehen, das sind jetzt, es ist eben aus der COPSI-Studie, ja, insgesamt kann man mitnehmen, das allgemeine Wohlbefinden, vor allem während der Lockdowns, es ist jetzt ein bisschen besser, muss man dazu sagen, weil Sie können sich ja mit dem Eingangskriterium der Spritze wieder auch mit Freunden treffen und irgendwo ins Kino gehen und so weiter. Ja, es ist ein bisschen gelockert, aber insgesamt gerade bei den Lockdowns, Verschlechterung des Wohlbefindens bei 70% der Kinder. Ich glaube ehrlich gesagt, dass im zweiten Lockdown die Zahlen noch höher ausfallen werden. Ja. Wir haben teilweise, gibt es Angaben von jedem dritten Kind, das psychisch auffällig ist. Also haben wir einen Anstieg von 17-18% auf über 33%. Ja. Das ist eine ganz ordentliche Hausnummer. Man könnte fast sagen, der Anteil der psychischen Störung hat sich fast verdoppelt. Ja. Dann haben wir, das ist eine Epidemie, mit der habe ich jetzt in meiner eigenen Praxis auch unheimlich viel zu tun, 70% Zunahme digitaler Medienkonsum, mehr als 4 Stunden am Tag. Und das ist etwas, da müssen Sie sich vorstellen, es gab ja eine Zeit lang, bei manchen hatten ja Zugang also zu digitalem Lernen, etwas, was das World Economic Forum zum Beispiel ja, unheimlich gerne pusht, also digitales Lernen ganz großartig, müssen nicht mehr das Haus verlassen. Ja, für einen Arbeitsplatz vielleicht ganz praktisch, aber für schulisches Lernen, für Kinder einfach unterm Strich eine Katastrophe, es sei denn, man ist vielleicht schon in der Oberstufe oder so und hatte Präsenzlernen, ja, bis in die Oberstufe rein. Weil jetzt war es so, ich hatte Patienten, die sitzen dann 6 bis 8 Stunden am Computer für das digitale Lernen und natürlich haben sie danach noch ihre mehr als 4 Stunden am Tag Medienkonsum. Verstehen Sie? Und das ist etwas, das hat sich nicht wieder reduziert von alleine. Also zumindest meine Beobachtung. Ich weiß nicht, wie das in Studien ausfallen wird, aber das ist ein Riesenproblem. 20% haben überhaupt keine Bewegung mehr gehabt, wenn Sie sich erinnern. Während der Lockdowns hatten wir auch keinen Zugang für die Kinder mehr zu Sportangeboten. Ja klar, das macht man alles, Tablet aufstellen und dann macht man, der Sportverein macht dann ja, per Teleshopping oder sowas, macht dann Sport, hat nicht gut funktioniert, brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ja. Sport ist halt eben etwas, was man dann doch auch, selbst wenn es ein Individualsport ist, da verlässt man den Ort, man geht woanders hin, man trifft andere Menschen, man ist mit denen zusammen, man schwitzt gemeinsam, ja, und dann hat man Sport gemacht. Aber im Wohnzimmer ein bisschen Gymnastik, ja, das ist ein bisschen mehr sowas wie Knastsport oder Hofgang oder so, aber das ist nicht wirklich Sportverein. Dazu gehört noch viel mehr. Ja. Und natürlich interessanterweise, ja, 26,3% mehr Süßigkeitenkonsum, also wir haben auch eine Zunahme dann in der Folge wahrscheinlich von Adipositas und solchen Dingen, ja. Kinder werden dicker, haben weniger Bewegung und sind insgesamt körperlich ungesünder. Das konnte ich auch in meiner Praxis beobachten, also so jetzt gerade beim zweiten Lockdown in den Herbst letztes Jahr hinein, da war es dann schon so, dass also im Schnitt die Kinder schon eigentlich ordentlich an Gewicht zugelegt hatten, wie viele von uns vielleicht auch, ja, wenn wir uns erinnern. Dann komme ich mal ein bisschen zu sprechen auf Beobachtungen, die ich jetzt persönlich gemacht habe. Das sind keine wissenschaftlichen Daten in dem Sinn, weil das einfach meine Beobachtungen sind. Ich habe seit Beginn der Pandemie eine drastische Zunahme von Depressionen. Also das ist sowieso schon eine der häufigsten Störungen, die Sie zu sehen bekommen, wenn Sie in der kindertherapeutischen Praxis arbeiten. Das ist als Erwachsenentherapeut auch nicht anders. Ja, das ist eine der häufigsten psychischen Störungen, ist die Depression.
Sehr viel stärker aber auch psychosomatische Beschwerden, Angststörungen gar nicht mal so viel. Das ist jetzt was man erwarten würde. Ja? Es gab eine Zunahme von Angststörungen, Corona, Angst vor Corona, ja? Zwänge, Ängste, das muss doch durch die Decke gehen. War gar nicht so sehr der Fall, weil viele Kinder einfach gesagt haben, ja, ich glaube, für mich ist das nicht so gefährlich, man kann sich das gar nicht so vorstellen, Jugendliche auch nicht, die haben sich teilweise auch trotzdem getroffen. Das war übrigens noch ein Resilienzfaktor, ja? Also ein Faktor, von dem man sagen kann, dass es psychisch schützt. Also diejenigen, die sich heimlich getroffen haben und die von ihren Eltern vielleicht nicht gezwungen worden sind, ihre sozialen Kontakte ganz einzustellen, die sind besser weggekommen unterm Strich. Und das ist auch etwas, was man mitnehmen kann, wenn man selber noch Kinder zu Hause hat. Für den Fall, dass wir nochmal einen Lockdown kriegen, ist es wirklich sehr darauf zu achten, dass die sozialen Kontakte nicht einschlafen. Und das ist etwas, wenn die mal weg sind, bauen sie die auch nicht so schnell und so leicht wieder auf. Das ist nicht so, dass man die wieder anschaltet, offensichtlich. Und das führt zu einer Zunahme sozialer Phobien. Ja? Also diejenigen, die schon soziale Phobien vor der Pandemie hatten, haben natürlich irgendwo auch eine Entlastung erlebt. Also ich habe so Aussagen gehört wie teilweise, na endlich sind jetzt alle mal so irgendwie wie ich. Also andere treffen sich ja auch nicht. Also muss ich mich ja auch nicht treffen. Ja, da fällt sozusagen, falle ich nicht mehr so auf oder aus dem Rahmen, bin ich mehr ganz so einsam, weil die anderen sind es ja auch. Also irgendwie geteiltes Leid ist halbes Leid. Andererseits war es aber so, dass durch die reduzierten Kontakte können Sie eine soziale Phobie einfach viel schwerer behandeln. Ja, es gibt keine allgemeinen Strukturen, wo Sie jemanden reinschicken können und sagen, du musst dich treffen. Also gegen eine soziale Phobie helfen nur Beziehungserfahrungen. Sie brauchen soziale Kontakte. Anders überwinden Sie das nicht. Und in einer Umgebung, in dem alle sagen, ja, du sollst ja gar keine haben, können Sie das nicht behandeln. Das Problem ist, das verfestigt sich jetzt über die gesamte Zeit, wo alle sagen, keine sozialen Kontakte. Irgendwann fangen die anderen wieder an, rauszugehen. Und die mit sozialen Phobien tun das aber nicht. Ja, das heißt, wir haben also jetzt seit 2 Jahren eine Zunahme an sozialen Phobien und auch eine Erschwerung der Behandlung und auch eine, aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung zumindest, eine Erschwerung der Symptomatik. Ja, es gibt also eine Verschlechterung über die Zeit. Mediensucht, noch ein weiteres Feld, mit dem ich ziemlich zu kämpfen habe im Moment, weil wenn Sie sich vorstellen, Sie sind nur noch sozusagen in 2D den ganzen Tag beschäftigt, Sie sollen ja wieder in die Schule gehen, okay, das geht noch, aber was ist danach? Dann sind sie halt zu Hause und an den Medien. Und gerade bei den Studierenden ist es so, dass die sagen, ich kann ja online meine Vorlesungen machen. Bei uns ist noch gar keine Präsenz. Das heißt, die haben das, was die Schüler auch während der Pandemie hatten, haben die verlängert, immer noch in vielen Unis. Die sitzen, gucken sich die Vorlesungen an und sind danach auch isoliert und schauen weiter in die Bildschirme rein. Ja? Also Computergames, Videos, Social Media, Boards, was auch immer, ja, gerade auch junge Erwachsene nutzen. Und das verhindert, dass sie sich um andere Dinge kümmern, die wichtig sind. Zum Beispiel, was will ich mit meinem Leben anfangen? Wen möchte ich gerne treffen? Habe ich noch Freunde? Ja, online vielleicht. Ja, okay, aber wie ist es mit Treffen? Und das ist jetzt etwas so, das schiebt sich aus meiner Wahrnehmung von alleine gar nicht so leicht wieder an, sondern man muss wirklich ein bisschen intervenieren und auch die Eltern müssen da dahinterher sein, dass die sich real wieder treffen. Weil das, was vorher selbstverständlich war, ist jetzt neuerdings irgendwie was Besonderes, was man gar nicht mehr so macht, weil man kann sich ja schreiben, ja, hat man ja die 2 Jahre auch gemacht. Oder man kann ja notfalls mal einen Zoom-Call machen oder sowas. Ja. Und das funktioniert von alleine dann eigentlich nicht so gut. Ja. Also das, was Sie vielleicht aus Ihrer Jugend noch kennen, ja, oder auch die Jüngeren von uns, dass man so wie selbstverständlich sich am Wochenende trifft, mit 16, 17 Party feiern geht oder in eine Kneipe abends, ist weg teilweise. Ja. Ich sehe natürlich einen bestimmten Ausschnitt, der auch schon psychische Störungen hat, also es ist natürlich eine Auswahl, aber insgesamt scheint mir das so, wenn ich rumfrage, ja in der Klasse trifft sich auch niemand, ihr seid 17, was macht ihr denn am Wochenende? Ja, sind eigentlich alle zu Hause, das kann doch nicht wahr sein, gibt es das überhaupt noch? Ja, gezockt wird noch, genau, ja, oder vielleicht mal ins Kino gegangen oder Serien gebinged, ja, wie man neudeutsch sagt. Aber sich zu treffen und miteinander was zu unternehmen, das müssen jetzt teilweise die Erwachsenen, die das noch erlebt haben, wieder anschieben. Ja. Wir haben eine andere Vorstellung
von Jugend, wo das notwendig ist, dass wir das den Jugendlichen mal wieder so ein bisschen beibringen, habe ich das Gefühl, manchmal, ja, zumindest. Und das ist etwas, was wichtig ist. Eine interessante Beobachtung, gerade in der Zeit des zweiten Lockdowns, habe ich eine Explosion an Gender-Dysphorien gehabt. Also Patienten, die wegen ganz anderer Sachen kamen, haben plötzlich geäußert, ja, vielleicht bin ich ja auch kein gar nicht wirklich ein Junge oder ich will eigentlich kein Mädchen mehr sein. Bin ich was ganz anderes. Und ich habe eine Hypothese dazu, weil das war dann nach dem Lockdown auch relativ schnell, sobald die Schulen wieder aufgingen, war das relativ schnell wieder weg. Und zwar bei mehreren, ja, 4, 5 Leute. Das ist deutlich überrepräsentativ. Das sind ja nicht so viele, normalerweise. Ja. Ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es könnte damit zusammenhängen, dass in der Phase des Lockdowns sitzen sie nicht mehr körperlich mit anderen Menschen zusammen. Und wenn sie in einer jugendlichen Gruppe sind und sagen, ich habe die oder jene sexuelle Identität oder das ist jetzt mein Geschlecht, dann werden die anderen sie schon auf Herz und Nieren prüfen, ob sie das ernst meinen. Ja? Oh, wie kommt er denn jetzt? Hat er heute eine Lederjacke an? Meint er, wer ist? Ja, wollen wir gleich mal sehen. Das haben sie aber, wenn sie online unterwegs sind, und das ist typisch für Foren zum Beispiel, haben sie das nicht mehr. Ja? Online kann jeder sein, was er will, man hat seinen Avatar, man stellt sich als was vor. Keine Ahnung, da gibt es ja dann solche Communities wie ich bin von den Fairies oder von den Furries, ja, also ich bin ein Fuchs, ich bin ein Wolf, ich bin ein Halbdämon oder sowas. Und das hat sich ein Stück weit, glaube ich, tatsächlich in die eigene Wahrnehmung der Geschlechtsidentität übertragen an der Stelle. Ja. War auch wieder relativ schnell erledigt, sobald man die wieder zusammengelassen hat. Es gibt Genderdysphorie, es gibt Transsexualität, auch genuin. Aber hier hatten wir eine Situation, wo ich den Eindruck habe, dass das auch von außen sozusagen gepusht oder induziert werden kann, ja? die eigene Unsicherheit. Und die entsteht besonders dann, wenn wir es nicht mehr an anderen sozialen Kontakten überprüfen, wer wir eigentlich sind, weil wir bestimmen uns nicht allein. Ja, ja, und was noch anhält bei vielen sind die Leistungseinbrüche, brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ja? Das ist einfach bald 2 Schuljahre nicht genügend normalen Unterricht gehabt. Und der Online-Unterricht hat von der Effizienz und der Effektivität her hat nicht sonderlich gut funktioniert, definitiv. Ja. Warum? Ja, weil viele dann einfach die Kamera ausmachen, dann ist es eine schwarze Kachel und dann wird gezockt am Handy, dann hört man dem Unterricht sowieso nicht zu, wenn er überhaupt gut vorbereitet ist. Und mit Lernen und so ist dann sowieso nichts. Ja, alle sind überlastet und dann kann man dann auch nicht mehr so genau drauf achten. Und das ist das Ergebnis. Ja, seit dem letzten Lockdown, das sind jetzt auch wieder persönliche Erfahrungen eher, erlebe ich das natürlich jetzt auch quasi in der jugendlichen Peer Group vor allem, also die 12 aufwärts, ja, 12 bis 21, 22, 23, haben jetzt natürlich einen massiven sozialen Druck, sich Corona impfen zu lassen. Einfach deswegen, gar nicht so sehr untereinander, primär, das gibt es auch. Es gibt also auch Ausgrenzung aufgrund der Impfung. Und ich hatte letzte Woche einen Patienten da, der sagte, ja, also wir haben im Biologieunterricht, jetzt mussten wir als gesamte Klasse, als gesamter Kurs in der Oberstufe mal diesen einen Schüler, der nicht geimpft ist, mal bearbeiten, dass der sich endlich verdammt nochmal impfen lässt. Ja, war sehr stolz drauf. Ich verhalte mich da abstinent an der Stelle und sage nicht viel dazu. Aber das gibt es. Aber viel schwerwiegender ist einfach, dass sie von vielen Dingen einfach ausgenommen sind, während die anderen zusammen gehen können. Ja? Das heißt, also das Impfkriterium wird eigentlich jetzt ein Kriterium für junge Menschen, eine Frage von nicht mehr körperlicher Selbstbestimmtheit, sondern einer Frage sozialer Inklusion oder sozialer Ausgrenzung. Ja? Dazu kommt die Angst davor, aus dem Studium oder aus der Ausbildung ausgeschlossen zu werden, weil da wird jetzt sehr viel Druck ausgeübt. Ja, 15. März ist ja noch eine Weile, dachte ich, eigentlich. Das geht aber schon seit November, Dezember so. Sobald das auf dem Tisch war, kommen die Datenerhebungen an den Unis zum Teil, kriege ich das erzählt, oder auch in der Ausbildung. Ja, wir haben noch nicht alle ihre Impfnachweise mit den Terminen. Ja, was ist los, was ist los? Sie wissen ja, ab 15. März, ne, und manche denen wird schon nahegelegt, wenn sie das nicht jetzt schon erledigt haben, obwohl noch nicht der 15. März ist, dass man dann vielleicht doch die Ausbildung lieber woanders machen oder gleich gehen sollte. Also es gibt auch tatsächlich von diesen Stellen Ausgrenzung. Ja. Das heißt, sie haben verschiedene Ängste, sie müssen Angst haben, dass sie
sozial ausgegrenzt werden, einfach weil sie nicht mitgehen können, ja, ins Kino als älterer Jugendlicher, der vielleicht nicht mehr in der Schule ist, ja, sondern in der Ausbildung. Da reicht ihr Schülerausweis dann auch nicht mehr, auch in Baden-Württemberg nicht, wo ich herkomme. Sie können nicht mit in die Kneipe, sie können nicht mit ins Lokal gehen, sie können mit ihrem Freund nicht essen gehen. Ja, dann sagt der Mensch, was sollen wir denn jetzt noch zusammen machen? Wir können doch nicht immer nur zu Hause rumhängen. Dann ist ihre Beziehung gefährdet, ja, die frische Liebe ist schwierig. Ja, Freundschaften gehen verloren, einfach weil sie die Kontakte nicht mehr pflegen können. Und das alles, weil sie keine Impfung oder keinen Booster haben. Ja? Also allein schon die Schwelle, ich muss mich jedes Mal testen, um mit den Freunden mitzugehen, sagen viele, dann mache ich das nicht oder ich nehme gleich den Booster. Das ist keine medizinische Entscheidung mehr. Ja? Das kann man ja individuell entscheiden, aber es ist nicht medizinisch. Junge Menschen, habe ich die Erfahrung gemacht, entscheiden das nur anhand dessen, kann ich ins Fitnessstudio, kann ich ins Kino, kann ich mit meinen Freunden rausgehen? Ja gut, okay, dann nehme ich es halt. Ist ja nicht schlimm. Ja? Keine medizinische Entscheidung. Meiner Erfahrung nach sind soziale Phobien extrem schwer zu behandeln mittlerweile, weil einfach keine selbstverständlichen vorhanden sind. Und das ist wichtig, dass sie selbstverständlich vorhanden sind. Ja? Wenn sie jedes Mal ein Bohai machen müssen, um einen sozialen Kontakt pflegen zu können, das ist einfach gerade für jemanden, der eine soziale Phobie hat, so ein gewaltiger Aufwand mit so viel Unsicherheit verbunden, dass er das einfach nicht macht. Können sich einen Wolf therapieren. Und das ist etwas, was mich persönlich besonders ärgert, muss ich aber sagen. An der Stelle bin ich richtig sauer. Jetzt ist es ein bisschen besser, weil, also vorausgesetzt, man ist geimpft, dann kann man ja wieder teilnehmen. Ja? Dann kann man wieder mitgehen. Das ist immer noch nicht einfach, man hat die Kontakte nicht mehr so. Ich habe vielleicht die Community im Online-Game, ja, das ist so wenigstens ein bisschen Ersatz, dann mache ich lieber das. Ja, was mit den Freunden, die du im Studium hattest, ja, das ist eh anstrengend oder eh schwierig. Ja, das ist klar, bei einer sozialen Phobie ist das immer anstrengend. Ja, erfordert immer, immer wieder die Überwindung. Ja. Und da, wo noch keine sind, drohen sie zu entstehen, einfach weil wir soziale Kontakte üben müssen. Wir sind gesellschaftsfähig, indem wir Gesellschaft machen, nicht indem wir alleine, isoliert, zu Hause rumsitzen. Ja. Ja, deswegen, also die freundschaftlichen Treffen erlebe ich also deutlich reduziert im Vergleich zu vor der Pandemie, auch ohne eine sozialphobische Symptomatik. Ja, einfach, weil die Selbstverständlichkeit ist nicht mehr da. Ja. Auf dem Land ist es noch ein bisschen besser, ich lebe weiter draußen, also ich wohne nicht in der Stadt. Da ist es noch so auf dem Dorf oder in der Kleinstadt, da rufen die Schüler sich noch an und gehen einfach miteinander raus. Die haben sich auch während der Pandemie weniger dran gehalten. In Mannheim, wo ich arbeite, in der Stadt, ja, gerade im Bildungsbürgertum, zack, knallhart, keine Kontakte mehr. Und das sind dann auch die gewesen, die sich als Erste gemeldet haben in der Praxis. Muss ich leider so sagen, das ist meine Wahrnehmung jedenfalls. Ja. Was auch eine Rolle spielt, ist fehlende Nähe und auch fehlende körperliche Kontakte. Das ist unheimlich viel schwieriger als Jugendlicher oder junger Erwachsener jetzt eine Freundin zu finden oder einen Partner. Ja. Und eben, letzter Punkt, das finde ich, das wird die nächste Welle. Ja, sozusagen die Mediensucht entwickelt sich aus meiner Sicht rasant. Ja. Das ist auch ein Stück gewollt, ja. Digitalisierung, oder? Das ist doch ein ganz großartiges Buzzword. Ja, aber mit dieser Digitalisierung geht eben auch eine Mediensucht einher, die unglaublich schwierig zu bekämpfen ist. Ja, das ist meine Erfahrung an der Stelle. Und also wenn wir ein Post-Covid-Syndrom haben, dann haben wir ein psychisches Post-Covid-Syndrom und das besteht aus reduzierten sozialen Kontakten, sozialphobischen Ängsten, die sich bei allen möglichen Kindern und Jugendlichen bilden, gekoppelt mit Mediensucht. Großartig. Das ist mein persönliches Post-Covid-Syndrom und meine Message für heute Abend. Vielen Dank.